Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, fangen wir mal wieder mit der Lebenslüge an, die ja heute auch schon Thema war beim Thema Einwanderung. Ja, die CDU hat propagiert durch Armin Laschet, dass sie damit aufhören will. Und ich hoffe, dass wir auch beim Thema Einwanderungsgesetz Richtung CDU, ich werbe da noch mal ausdrücklich für, hier etwas weiterkommen. Denn es ist dringend notwendig, dass wir hier mit ein paar Lebenslügen aufräumen. Hatten wir 1999 noch mit der ersten Initiative von der damaligen rot-grünen Regierung einen Entwurf für ein Zuwanderungsgesetz, das die Komponenten auch einer Einwanderung, einer Arbeitsmigration enthielten, wurden die damals noch im Bundesrat, damals unter Federführung von Roland Koch, alles rausverhandelt, sodass wir damals die große Chance vertan haben. Schauen wir uns die Zahlen an. 2014, wer kann nach Deutschland kommen? Asyl, Familiennachzug und ein paar Höchstqualifizierte. 2014 sind zum Zweck der Erwerbstätigkeit, einen Aufenthaltstitel, haben ganze 30.000 Menschen bekommen. 30.000 nur zum Zweck der Erwerbstätigkeit. Viele Studien, unter anderem Prognos, ich kann aber auch andere zitieren, gehen davon aus, dass wir eine Nettoeinwanderung aufgrund der Demografie von 500.000 Personen jährlich brauchen. Angesichts dieser Situation fehlt in unserem deutschen Aufenthaltsrecht ganz klar die Komponente einer gesteuerten Arbeitsmigration, die ganz klar abgegrenzt ist von den humanitären Aufenthaltstiteln vom Asylrecht. So, und schauen wir uns an, und das finde ich mal ganz spannend, weil da gibt es eine Möglichkeit, ins Land zu kommen, die viele nicht sehen und die eigentlich zeigt, es geht doch. Wir haben im Zuge der Asylkompromisse im letzten Jahr ja einen sogenannten Einwanderungskorridor für die Westbalkanländer beschlossen, im Bundestag und dann auch im Bundesrat. Das heißt, wir haben gesagt, sichere Herkunftsländer ja, aber wir sehen ja, dass die Menschen, die hier kommen, nicht wirkliche Asylflüchtlinge sind, sondern tatsächlich hierher kommen, um hier ein neues Leben zu beginnen, Arbeit aufzunehmen etc. Und haben gesagt, ja, dann eröffnen wir für die einen Einwanderungskorridor, wenn ihr einen Job habt, nach § 26 Absatz 2 Beschäftigungsverordnung dürft ihr kommen. Ja, der Herr Stamm fand das auch immer schon gut. Okay? Aber wir haben es im Bundesrat durchgesetzt. Und ich kann Ihnen sagen, das war nicht leicht, Herr Stamm. Konnten leider auf Ihre Hilfe da nicht so setzen, weil Sie nicht mehr in so vielen Regierungen vertreten sind. Aber wir sind uns an der Stelle sehr einig. So, und was passierte im letzten Jahr? Trotz riesiger bürokratischer Hürden ist vom Januar bis September, dazu liegen mir Zahlen vor, von der Bundesagentur, vom Januar bis Dezember sind aus diesen Herkunftsländern Albanien, Bosnien, Montenegro, Mazedonien, Kosovo, Serbien, also die Balkanländer, insgesamt mit diesem Titel eingewandert 3.963 Personen nur nach NRW. Auf einmal sind sie gekommen. Schauen wir uns an, wie viel Asylanerkennung haben wir denn für diese Personengruppe im gleichen Zeitraum? 43. Das zeigt doch, dass hier etwas gelungen ist, was wir mit dem Einwanderungsgesetz weiterführen müssen, dass wir wegkommen darüber, dass Menschen ihre Sachen packen, sich auf den Weg machen, hier aber völlig falsch in dem Asylsystem ankommen, nicht umswitchen können auf ein Einwanderungsticket, aber hier unter Umständen auch für den Arbeitsmarkt gebraucht werden können. Wir brauchen einen zweiten Arbeitsmarkt-Einwanderungskorridor, auch nicht nur, aber auch, um unsere Asylsystem zu entlasten, denn da sind sehr viele Menschen, die da nicht hingehören, denen man aber sehr wohl mit einem Arbeitsmigration ein anderes Angebot machen könnte. Und die Einwanderung aus den Westbalkanländern zeigt, dass es funktioniert, dass hier offenbar auch ein Bedarf ist für diese Arbeitskräfte. Und das müssen natürlich sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze sein. Ich gucke den Arbeitsminister an, das ist alles korrekt. Das sind keine Dumping-Arbeitsplätze, das sind korrekte Arbeitsplätze. Dafür gibt es einen Bedarf, auch bei uns in NRW. Und diese Möglichkeit müssen wir grundsätzlich schaffen. Und da bin ich beim Kollegen Körfges. Dafür reicht es jetzt nicht, zu sagen, da schreiben wir mal eine Zahl rein
ja, machen wir mal so ein Punktesystem und alle dürfen kommen, die hier einen Job haben. Sondern, und das zeigen alle Erfahrungen aus den klassischen Einwanderungsländern, die das haben, wir müssen da jetzt in ein Gesamtkonzept einbetten, wir müssen das in eine Integrationsstrategie einbetten. Dazu gehört am Ende auch die Möglichkeit, hier leichter die deutsche Staatsangehörigkeit zu erwerben. Nur mal wieder zurück zum Tagesordnungspunkt bei der Aktuellen Stunde. Aber auch klare Integrationsangebote, Förderung der Sprache und andere Dinge mehr. Nur dann werden wir auch ein attraktives Einwanderungsland. Und all das zusammen braucht endlich, endlich eine geordnete, gesteuerte Einwanderung über ein Einwanderungsgesetz. Und ich würde mich freuen, liebe Kolleginnen und Kollegen von der CDU, wenn Sie auch an der Stelle mal irgendwann über Ihren Schatten springen und auch mit dieser Lebenslüge aufhören, dass Deutschland dies so nicht braucht. Vielen Dank, Frau Kollegin Bücker. Für die CDU-Fraktion spricht Frau Kollegin Güler.